So. Das ging fix. Das ging fix. So, jetzt machen wir uns, krallen wir uns den noch hier. Was war das? Alter! Keine Sorge, Waldläufer. Ich bin nicht zärtlich. Ich tanze auf deinen Eingeweiden, wenn wir hier durch sind. Was denn jetzt? Hat er wieder volles Leben, oder was? Tschüss, mein Freund. Ich bereue nur, dass ich das Grauen in deinem Gesicht nicht mehr erlebe, wenn Gondor fällt und die Menschheit wie Vieh abgeschlachtet wird. Alter, wo ist er hin? So ein kleiner Bastard, echt. Alter, 15. Hör nicht auf diesen Trottel. Ich bin der, auf den du hören solltest. Alter, in eine Falle reingetappt. Nein! Wenn sie deine Leiche sehen, habe ich die Beförderung sicher. Oh Mann, ey. Warum verpisse ich mich nicht einfach? Jetzt habe ich einem wieder geholfen, nach oben zu kommen. Zugor. Der Wuchtige. Wohl eher der Fette. Kotz. Ich fühle mich, als kämpfe ich seit 100 Jahren. Ja, da geht's mir ähnlich. So, wir holen uns jetzt mal das Ding hier. Mögest du nie erfahren, wie es ist, für Tausende zu kämpfen. Vater sagt immer, ein echtes Kriegsbanner hat zwei Aufgaben. Zu lenken und zu inspirieren. Im Chaos der Schlacht kann man sich nicht verirren, wenn man seine Flagge im Blick behält. Nun haben die Orks unsere Banner niedergerissen. Doch Gondors Flagge inspiriert mich auch noch vor meinem geistigen Auge. Solange ein Gondoraner lebt, wird der weiße Baum aufrecht stehen. Jo. Alter, wo kommt denn der jetzt wieder her? Die Flagge unseres Volkes. Lang möge sie wehen. Sorge dich mehr um die Türme, auf denen sie weht,
Dann jetzt hier der Mops her. Hier gibt es anscheinend, das werden mir hier als immer mehr Orks, verdammt. Naja. Na komm, Digga, auf. Irgendeiner schießt da auf mich. Oh Mann, was ist denn mit meiner Y-Taste los? Was ist hier faul? Und da kommt noch her. Da geht stiften. Da ist mein Bogenschütze. Du schießt nicht mehr. Kämpfe ich jetzt hier gegen sämtliche Orks in Minas Ithil oder was? Oh Scheiße, das ist wieder ein... Alter, hier kommen als mehr. Oh, da sind aber auch ein paar von der Rihanna dabei. Schön.
Komm mal her, mein Böschchen. Wer hier die ganze Zeit auf mich schießt. Hä, wo ist denn der? Noch eins höher. Ja, was läuft denn da gerade für eine Uhr ab? Was ist denn das? Alter, da ist ein Troll mit einer. Mit einem Streitkolben. Was geht denn da ab? So, warte mal. Ich wollte ja. Ich bin ja hier eigentlich genau richtig, sehe ich gerade. Irgendwo hier. Was willst du denn jetzt von mir? So, jetzt können da kommen von mir aus. Scheiße, lässt sich nicht aufsetzen, der Sack. So, ich, tschüss. Danke fürs Leben. Alter Schwede. Ich wollte doch eigentlich nur das Ding da hinten. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Sind die alle da auf der Seite? Ich könnte eigentlich mal hier rüber. Falsche Richtung. Blitzt ihn auf!
Ich verdrück mich mal gerade hier. Das wird mir hier gerade ein bisschen zu bunt. Das waren mir ein paar viele gerade. Oh, du Sau. So. Kurze Pause bitte gerade. Was ist denn das mit, wo diese Uhr da abläuft? Das habe ich gerade so gar nicht irgendwie im Blick. Bringt dir nur nichts, wenn du hinter mir bist. Ja, hier schleicht. So. Hier ist niemand. Thym. Kurzform für Thymian, oder was? So, hier sind zwei Bosse. Mit denen hatten wir sogar schon zu tun, so wie es aussieht. Sehr witzig. Gut. So, dann jetzt das hier. Hier hinten ist auch noch eins. Okay, das können wir da auch noch holen. Ich kenne diesen Ort. Ich kämpfte hier vor langer Zeit. Er scheint nun ruhiger. Hm? So, was haben wir hier? Die Orks sind von Ringen besessen. Noch mehr als von Münzen und Schmuck von gleichem Wert. Sie entreißen sie den Gefangenen sofort. Und was aus ihnen wird, kann man nur vermuten. Wir finden selten Orks, die sie tatsächlich tragen. Ja. Komm, holen wir das noch. Was bist denn du hier von Hansel? Unbekannt. Hier, ein schöner Ring, das heißt. Wenn auch ein gewöhnlicher. Hat kaum denselben Namen verdient wie unser Ring. Der Ork schlechter als hier, Freunde. Zap, zap, hat's gemacht. Und schon seid ihr weg. Was denn? Da auf den Turm. Können wir mal gucken, ob wir über den was in Erfahrung bringen können, den Kerl, der hier wohnt. Da oben ist bestimmt Bogenschütze drauf, oder? Ja.
Jede Stadt in Gondor hat ihre eigene Rechtsprechung, außer für die wichtigsten Fälle. Solange ich lebe, haben wir rechtliche Angelegenheiten immer in Minas Ithil geregelt. Als ich ein Mädchen war, war mein Vater oft mit Handelsstreitigkeiten und anderen Rechtsfragen beschäftigt. Dann kamen die Orks und Fragen des Gesetzes wichen Fragen des Überlebens. Naja, so, wir gucken mal hier rein und gucken mal, ob wir hier einen Boss finden. Ein seltsames Symbol für Gerechtigkeit. Ja, da ist er. Was ist Gerechtigkeit? Amuk. Der Schwätzer. Wenn kein Hammer für den stolzen Nagel. Wollen wir uns an dem mal testen, oder? Hier sind auch ganz schön viele Jungs unterwegs, oder? Naja, komm. Müssen wir später sowieso noch machen, nehme ich mal an. Das heißt, wir gehen... Ja, wir suchen noch hier das Ding auf. Vielleicht finden wir hier wieder ein schönes Stück Rüstung, das wäre geil. Diesmal bitte keinen Umhang. So, dann nehmen wir uns nämlich noch das Ding hier vor. Ja, ich weiß, es fühlt sich gerade so ein bisschen an, aber es, ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, weil... Diese Stadt ist erst der Anfang. Sehr schick. Wir müssen ja als nächstes irgendwas mit dem Hexenkönig und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Deswegen drücke ich mich gerade so ein bisschen und sammle ein paar Sachen. So, das geht ja in letzter Zeit ziemlich fix hier. Ruht. Was kann denn die Ruht dafür? So. Ja, früher oder später müssen wir, oder? Warte mal. Uns fehlt jetzt noch... Das sind 1, 2, 3 Artefakte und ein Dings. Hier ist die Tür auch, gell, oder? Ja, die Ithildin-Tür. Wir machen das jetzt noch schnell. Wir machen jetzt die 3 Artefakte, das geht ja ruckzuck. Ich versuche aus den Kämpfen ein bisschen auszuweichen. Dann geht es noch ein bisschen fixer. Allein im Lagerfeuer sitzen ist immer doof. Nö, kein Bock. Schöne Karaffe. So schmucklose Dinge haben wie wir. Selbst ihre einfachen Gefäße scheinen ungewöhnlich fein.
Dieses Artefakt gehörte zu einem Gedeck, das uns vor Jahrhunderten geschenkt wurde. Die anderen Teile zerbrachen, als eines von Mordors vielen Erdbeben sie aus dem Regal warf. Ich wünschte, meine Vorfahren hätten die Scherben aufbewahrt. Ich würde sie gern zusammensetzen. Elbendinge verdienen es, bestehen zu bleiben. So. Dann jetzt das hier. Wie laufen die Feste der Elben ab? Mit Würde, nicht wie die Gelage der Orks. Oder Menschen. Ja, bei den Elben ist immer, die sind wahrscheinlich immer die reinsten. Ach, das ist einer von mir. Das sind immer die reinsten Orgien wahrscheinlich bei den Elben. So, das ist ein Seildings, da kommen wir nicht hoch. Das heißt, wir müssen jetzt mal kurz hier unten rum. Wie gesagt, ich versuche, Kämpfe zu vermeiden. Der hat mich zwar jetzt gesehen, aber das war nicht so wild. Es wird behauptet, diese Pfeife sei das Werk von Hobbits. Eine Art Halblinge, die jenseits der uns bekannten Gebiete im Norden leben. Es ist sicher seltsam, vor Erwachsenen zu stehen, die mir kaum bis zur Hüfte reichen. Aber nach dem, was ich in Mordor sah, wäre ein Hobbit auf eine willkommene Art seltsam. Allerdings würde ein Hobbit in Mordor sicher nicht lange überleben. Oh, hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung, was da noch alles kommt? Ja, dann haben wir hier drüben noch eins. Fehlt nur noch etwas Pfeifenkraut. Wie man sie weit und breit kein zweites Mal findet. Es heißt, dort draußen gäbe es einen neuen Ring der Macht. Sogar die Finger bekommen. Was macht denn der jetzt? Naja, oder so. So, und wieder ein Fähigkeitspunkt, das müssen wir auch gleich gucken. Als Eärnur von seinem Aufeinandertreffen mit dem Hexenkönig nicht zurückkehrte, verbreitete sich die Kunde von seiner Niederlage wie ein Lauffeuer in Gondor. Die Truppen des Hexenkönigs sammelten sich wieder und eroberten schnell Eärnurs ehemalige Gebiete. Einige fielen so schnell, dass die Briefe des ersten Truchsesses Mardil nie ihr Ziel erreichten. Über Generationen bewahrten wir die ungelesenen Briefe auf, dazu bestimmt, immer versiegelt und ungelesen zu bleiben. Wir wissen, dass die verlorenen Gondoraner ihre Briefe nie abholen werden, doch wir behalten sie, um ihr Andenken zu ehren. Was wohl aus den letzten Briefen wird, die ich für meinen Vater versendet habe. Tja, das werden wir, denke ich mal, nicht erfahren, aber gut. So, das letzte Itildin. Und dann gehen wir mal gucken, was ich hinter der Tür verbiegt. Die Briefe zu lesen? Nicht nötig. Ich kenne das Herz meiner Leute. Ich weiß, was sie sagen. Zumal da.